So, herzlich willkommen beim ersten Guide von mir zur Einführung ins Spiel StarCraft 2. Ich weiß, ich bin spät dran, so vor gut 2 Monaten, denke ich, sollte das jetzt sein, ist StarCraft free to play geworden. Und dann habe ich auch gedacht, du spielst jetzt schon seit 7 Jahren. Wieso machst du nicht auch mal für die ganzen neuen Leute, die jetzt gekommen sind, eine Einführung ins Spiel, Einführung in StarCraft 2. Und genau das, weil jetzt habe ich Zeit, momentan, werde ich ja machen. Ihr seid in der ersten Episode und bevor ich überhaupt anfange, möchte ich 2 Dinge erwähnen. Erstens, ich werde mich bei meinen Guides und Tutorials und so weiter und was auch immer ich zeigen werde, hauptsächlich, oder was heißt hauptsächlich, ausschließlich auf den 1 gegen 1 Mehrspieler-Modus von StarCraft konzentrieren. Auf Team Games und alles andere lässt sich das eigentlich auch übertragen, relativ direkt sogar. Aber darauf werde ich nicht gesondert eingehen. Und zweitens, bevor ihr dieses Video weiterschaut, solltet ihr das Tutorial oder zumindest das Beginner-Tutorial gemacht haben. Das findet ihr, wenn ihr im Spiel seid, wenn ihr hier, wie ihr rechts unten seht, auf das gelb überlegte Symbol klickt und dann kommt ihr ins Menü von StarCraft und das öffnet sich dann in der Mitte, wie ich es schon bei mir habe. Und dann drückt ihr einfach den Tutorial-Button hier grün umrandet mit der Nummer 2 und macht das Beginner-Tutorial. Mehr möchte ich gar nicht sagen. Sondern ich gehe jetzt einfach direkt ins Spiel rein und werde euch so praktisch mal, wenn ihr das erste Mal ein Spiel startet, so ganz kurz, auch wenn ich mich vielleicht da mit dem Tutorial überschneide, nochmal die einleitenden Sachen sagen, was ihr habt. Und dann noch so eine allgemeine kurze Einleitung machen. Also, springen wir ins Spiel. Moment. Und zack. Ihr seht, wenn ihr startet, ungefähr das hier. Und was habt ihr, wenn ihr ein StarCraft-Spiel startet? Ihr habt einmal Einheiten. Das sind zum Beginn mal diese Menschen hier, das sind die Arbeiter. Ihr habt Gebäude, das ist momentan erstmal nur eines. Und ihr habt Ressourcen. Ressourcen seht ihr hier oben, habt ihr Mineralien und Gas und Supply. Ist eigentlich auch eine Ressource, wenn man es mal ganz ehrlich nennt. Und ja. Die Arbeiter können Ressourcen abbauen, sollen sie jetzt auch mal machen. Moment. Ja doch, sollen sie mal machen. So, gehen wir kurz auf die Einheiten ein. Es gibt eben die Arbeiter, sind praktisch Worker, also das ist eigentlich eine gesonderte Klasse, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Es gibt, also die sind praktisch nur, also größtenteils, nicht nur, aber allergrößtenteils damit beschäftigt, entweder Ressourcen zu sammeln. Oder ihre zweite große Sache ist Gebäude bauen. Dann gibt es Kampfeinheiten, später dazu mehr. Und es gibt Unterstützungseinheiten. Hoppala, da habe ich mich verklickt. Geht ihr bitte weiterarbeiten. Gebäude, um zum zweiten Punkt zu kommen, hier das Command Center zuallererst mal, sind dafür zuständig, Einheiten zu produzieren. Oder für Upgrades für die Einheiten, also um die Einheiten stärker zu machen oder ihnen neue Fähigkeiten zu geben. Und schlussendlich gibt es auch noch für jede Rasse einzelne Verteidigungsgebäude, die dann praktisch ausschließlich dafür da sind, Gegner fernzuhalten oder bei Angriffen zu verlangsamen. Also die sind zur Verteidigung, wie der Name schon sagt. Und um zum dritten zu kommen, Ressourcen. Ihr seht, die bauen hier schon fleißig Mineralien ab. Deswegen geht mein Mineralienkonto, was ich jetzt gerade markiert habe, auch schön in die Höhe. Es gibt auch noch Gas. Die kann man aus den Gasgeysern abbauen. Dazu brauche ich aber jeweils erst, hier wären es Raffinerien für die Terraner. Für die anderen Rassen heißt es ein bisschen anders, ist aber völlig egal. So, gehen wir mal weiter. Produzieren wir hier Einheiten. Damit, was wir machen. Die Einheiten kosten alles Supply. Hier ein SCV zum Beispiel 1, deswegen bin ich jetzt auch hier bei 13 von 15. Wenn ich noch eins baue, bei 14 und so weiter und so fort. Und ihr seht, da steht von 15 da. Deswegen gibt es praktisch die Ressource Supply, die ich mir dann selber immer freischalten muss, mehr oder weniger. Und das macht jede Rasse durch ihre eigene
auf ihre eigene Art und Weise. Bei den Terranern ist es das Supply-Depot, deswegen baue ich jetzt direkt mal eins. Ich werde euch jetzt auch noch kurz für die Einheiten alle möglichen zeigen. Also nicht alle, aber alle Klassen von Einheiten. Also Angriff noch und Unterstützung. Die Arbeiter seht ihr hier schon. Und dann machen wir bei den Gebäuden, machen wir vielleicht auch mal noch ein Gebäude für die Upgrades. Und eventuell mache ich nachher auch noch kurz. Das kann ich eigentlich auch direkt machen. Ne, das kann ich jetzt noch nicht machen, das ist noch nicht freigeschalten. Und für die Verteidigung, aber das ist egal. Und bei den Ressourcen, wie gesagt, mehr als Mineralien, Gas und euer Supply habt ihr nicht wirklich. Zerg hat eventuell noch die Larven, wenn man das denn so nennen mag. Aber darauf werde ich in meinem Zerg-Tutorial nochmal näher eingehen. So. Was vielleicht zu den Ressourcen noch zu sagen ist, irgendwann sind die hier leer. Ihr seht, wenn ich mal so ein Mineralienfeld anklicke, 1600 sind noch übrig und jedes Mal, wenn hier ein SUV die Mineralien abbaut, gehen 5 weg und beim Gas jedes Mal 4. Ich glaube, jedes so ein Package sind 4. Deswegen, für die Ressourcen gibt es Expansionen. Die sind hier überall auf der ganzen Map verteilt. Ihr seht hier neue Mineralien, volle Mineralienfelder und neues Gas. Das Gas geht nämlich auch leer. Ist auch begrenzt. Deswegen könnt ihr hier expandieren, um neue Ressourcen zu bekommen und zu erlangen. So, gehen wir zu den Verteidigungsgebäuden. Da gibt es auf jeden Fall für jede Rasse was gegen. Mach ich später. Es gibt also immer zwei Typen Minimum. Ich werde jetzt noch kurz hier weitere Gebäude bauen, dass wir da ein bisschen weiter noch kommen, dass wir auch noch Unterstützungseinheiten sehen können. Und so weiter. Und dann, dass ich auf die Angriff und Unterstützungseinheiten auch noch kurz näher eingehen kann und so, dass wir alles mal so ein bisschen haben, baue ich jetzt einfach ein bisschen weiter. Und hier zum Beispiel ein Gebäude für Upgrades habe ich schon gebaut. Ich werde jetzt aber auch erst nachher weiter drauf eingehen. Ihr seht, verschiedene Gebäude, werdet ihr sehen, können verschiedene Einheiten produzieren. Zumindest bei Zerg. Bei Zerg gerade nicht, bei Terraner und Protoss. Bei Zerg ist es ein bisschen spezieller, werde ich aber auch noch weiter drauf eingehen. Jetzt haben wir hier auch noch ein Verteidigungsgebäude, dann haben wir die von den Terranern komplett. Dann bauen wir hier noch ein Stargate. Dann haben wir die Produktionsgebäude komplett. Und dann brauche ich hier noch ein paar Marines, dass ich euch noch ein paar Sachen zeigen kann. Ansonsten bin ich soweit eigentlich schon relativ weit durch mit dem, was ich im ersten Video zeigen will. Ich werde nachher nur noch kurz was zur Map sagen und zu Waypoints. Also die Wege, die eure Einheiten gehen können, weil das vielleicht auch noch was ist, was Command Center Upgrade complete. Nicht unbedingt naheliegend ist im ersten Fall. So, machen wir hier sowas raus, dass wir Kampf- und Unterstützungseinheiten haben. Eventuell sowas. Okay. Der Unterschied zwischen Kampfeinheiten und Unterstützungseinheiten ist, Kampfeinheiten können kämpfen, wie der Name schon sagt. Das bedeutet, besser gesagt, sie haben eine automatische Attacke, mit der sie einfach angreifen können. Ihr seht jetzt hier, ich habe jetzt mal diese 5 Marines ausgewählt und die greifen jetzt mit ihrer automatischen Attacke den einen hier an. Armer Typ ist gleich gestorben, weil 5 Stück sind ein bisschen viel. Unterstützungseinheiten, wie jetzt zum Beispiel das Medivac, haben keinen eigenen Angriff, können die anderen Einheiten aber unterstützen. Zum Beispiel, ich greife den hier mal an und ihr seht, das Medivac heilt gegen. Der verliert jetzt zwar mal kurz Hitpoints, bekommt sie dann aber wieder dazu. Unterstützungseinheiten kennzeichnen sich auch noch dadurch, dass sie häufig Energie haben. Hier unten in lila. Und zwar eine Maximalenergie. Übrigens, worauf ich noch kurz eingehen muss: Alle Einheiten haben Hitpoints, also Lebenspunkte. Auch alle Gebäude. Und zum Beispiel das Medivac, wenn der hier jetzt angegriffen wird, ich schick's mal kurz weg. Der gute Marine wird hier angegriffen von den zwei anderen, die in seinem eigenen Team sind. Diese Verräter. Und dann kommt das Medivac, zack, heilt ihn und verliert dafür Energie. Also, so ist es im System. Damit wäre über Einheiten eigentlich schon das meiste Prinzipielle gesagt. Ansonsten, Unterstützung, okay. Wieder zurück zu Gebäuden. Ich habe jetzt eigentlich mal also alles gebaut, was es gibt. Also hier die Hauptgebäude produzieren normalerweise Arbeiter. Deswegen, das habt ihr vorher schon gesehen. Hier,
Ja, da habe ich jetzt zwei davon gebaut, war vielleicht ein bisschen doof. Hier sind so für Terraner die typischen Produktionsgebäude. Das sind einmal die Barracks, die Factory und der Starport. Also Kaserne, Fabrik und ich weiß gar nicht, wie das Starport auf Deutsch heißt. Stargate trotzdem. Die eben verschiedene Einheiten produzieren können. Und hier ein typisches Upgrade-Gebäude. Da könnt ihr eure Einheiten auch verschiedenst verbessern. Hier das Engineering Bay zum Beispiel ist für eure Einheiten oder verstärkt eure Einheiten, die aus der Kaserne kommen. Zum Beispiel, wenn ihr das Upgrade hier, dieses Upgrade wählt, wird der Angriff von ihnen verstärkt. Hier die Panzerung, da gehe ich vielleicht auch nochmal irgendwann näher drauf ein. Ist nicht so wichtig, aber allgemein, vielleicht sage ich es einfach kurz jetzt. Allgemein hier mehr Angriff heißt einfach. Moment. Ich lasse jetzt mal diesen Marine diesen einmal angreifen. Okay, wie viel hat der Gute jetzt noch? Minus, also 6 Schaden hat er genommen. Das heißt, ein Angriff macht 6 Schaden von dem einen automatischen Angriff. Wenn ich dieses Upgrade nehme, macht er eben, ich glaube, 7 Schaden in dem Fall pro Angriff. Und hier bekommt er einen Verpanzerung, dann würde ein normaler Angriff nur noch 5 machen anstatt 6. Ja, das ist das Prinzip. Oder was es auch noch gibt, Verbesserung für Gebäude. Das ist aber, glaube ich, auch nur bei Terran. Und schlussendlich hier noch die Verteidigungsgebäude. Genau, und das wäre bei Terran zum Beispiel eine Planetary Fortress. Die hat ziemlich Wumms und macht auch Flächenschaden. Kann ich jetzt hier noch nicht zeigen, müsste ich in einem Spiel zeigen. Aber die kann einfach auch Einheiten angreifen, ist dafür ein bisschen langsam, aber haut ganz schön rein. Dieser Turret hier, er ist gegen Air-Einheiten. Ich lasse mal das Medivac vorbeifliegen, dann greift das hier an. Ganz easy. Und das ist hier noch ein Bunker für die Terraner. Da können Einheiten aus der Kaserne rein, die dann auch gegnerische Einheiten angreifen können. Und ihr seht, der Bunker hat 400 Hitpoints, also eine ganze Menge. Und bevor die Marines hier drin sterben können, muss ist der Bunker fallen. Das ist so das Prinzip davon. Gut, damit hätte ich fürs Erste alles gesagt, was ich hierzu sagen möchte. Komme ich noch ganz kurz zu Waypoint und zu Maps. Ihr seht, beziehungsweise Pathing, mehr also Wege. Wenn wir hier laufen, nimmt er immer den direkten Weg. Außer es ist was da, was es blockiert. Zum Beispiel hier, ihr seht die Gebäude, da kann man nicht durchlaufen. Wenn ich also von hier nach hier unten will, geht es nicht. Und zwar hat es verschiedene Gründe. Halt mal an. Hier ist zwar eigentlich eine Verbindung, aber hier ist High Ground. Also es gibt sowas wie High Ground, seht ihr hier. Hier ist eine Klippe und hier ist tiefer. Von Landeinheiten können High Grounds nur über solche Rampen überschritten werden. Oder gut, ich meine, ich kann das Depot jetzt hier auch senken, aber prinzipiell, das gibt es nur für Terran. Deswegen, dann geht das Ganze. Ansonsten geht es nicht. Und was ihr auch noch auf der Map habt, außer High Grounds und Klippen, sind Rocks, die versperren oftmals den Weg. Deswegen werde ich den jetzt hier auch zerstören und damit den Weg freilegen, dass ihr das ja auch mal seht. Jetzt habe ich noch irgendwo Einheiten, die angreifen können. Geht es ein bisschen schneller. Greift die auch an, das wäre nämlich zu doof. Wenn die Rocks dann nämlich weg sind, wird der Weg hier freigelegt. Es gibt auch Maps, ich weiß nicht, ob es beim 1 gegen 1 momentan der Fall ist. Da macht, wenn ihr Rocks zerstört, fallen die so zur Seite und versperren den Weg. Das werdet ihr dann selber mal ausprobieren müssen, ist jetzt hier nicht der Fall. Aber ihr seht, jetzt kann man hier ganz bequem durchspazieren. Und damit hätten wir das auch geklärt. Und dann gibt's noch, was ich euch fürs erste Tutorial noch sagen möchte, einen weiteren Punkt. Nämlich die Vision. Ihr seht es, die Map ist komplett grau. Also das heißt, ihr wisst zwar, wie die Map aussieht, aber ihr seht nicht, was da ist. Weil jede Einheit hat ihre bestimmte Sichtweite. Und es ist durch so ein Kegel gekennzeichnet. Ihr seht, wenn der hier unten steht, ist es ungefähr hier. Ah, ich fahre mal kurz woanders hin, wo man es besser sehen kann, vielleicht. Also hier sieht man den Kegel. Hier und hier wird es wieder grau. Medivac sollte mal weggehen. Dann wird es nämlich hier auch wieder grau. Also hat er, das ist ungefähr seine Sichtweite, so wie ich es jetzt markiert habe. Und er kann nicht auf den High Ground hochsehen hier. Weil ihr seht, hier ist wieder eine Rampe. Das heißt, hier ist High Ground, mehr oder weniger. Und ihr seht, der Kegel geht nur bis hier. Also hier bleibt es ausgegraut. So lange, bis der Marine selber hochgelaufen ist. Dann geht der Kegel hier schlagartig weiter und ihr könnt sehen. Was hat es damit auf sich? Ganz einfach. Wo ist der zweite Marine? Angenommen, das wäre jetzt hier ein angenommen, das wäre ein gegnerischer Marine und ich hätte hier nicht die Sicht, dann könnte der hier oben stehen
und meiner hier unten. Und er könnte ihn angreifen, aber er ihn nicht zurück angreifen, weil er nicht die Sicht nach hier oben hat. Wie macht, umgeht man sowas mit R-Einheiten? Die haben nämlich Sicht auf alle Höhenebenen, wie ihr das sehen könnt. Und die können immer im Vergleich zu Landeinheiten auch das Terrain komplett überqueren, ohne dass sie hier irgendwie über, ohne dass ihnen Cliffs im Weg wären. Ihr seht es hier und dann seht ihr zum Beispiel, hier ist auch wieder High Ground, habe ich keine Sicht. Das Medivac muss aber nicht selber auf den High Ground sein, um die Sicht zu erlangen, also der Sichtpegel bleibt immer gleich. Okay, das wäre es jetzt erstmal von mir zum heutigen Thema. Ich glaube, mehr möchte ich für die erste Einführung nicht sagen. Wenn ihr Fragen habt, wenn irgendwas unklar sein sollte zu diesem Video, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr Anregungen habt oder Vorschläge für Episoden, also für Themen, zu denen ihr gerne ein Video hättet oder was ihr hier gerne anders gesehen hättet oder besser gemacht hättet, anders gemacht hättet, schreibt es mir auch in die Kommentare. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Das nächste Video wird, ich muss kurz auf meinen Plan schauen, wird vermutlich in 2 Tagen oder so was online kommen. Ja, auf jeden Fall noch vor Weihnachten, so viel ist sicher. Und ich werde dann ein bisschen auf Unit Control, also nochmals genauer auf die Einheitenkontrolle von eigentlich allen Einheiten, Land und Lufteinheiten eingehen. Schätze ich mal. Und auch ebenfalls in dem Video auf die Arbeiter, zum Beispiel einfach für effektives Bauen, wie ihr effektiver baut. Und ja, lasst euch überraschen. Mehr habe ich nicht zu sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus für heute. Macht's gut. Ciao.